Herzlich willkommen zurück, Freunde, zu einer weiteren Episode von Let's Play Temtem. Wir befinden uns auf den Schenkbrücken und ich habe ja in der letzten Episode gesagt, dass ich ein wenig TVs farme. Was das bedeutet, könnt ihr hier sehen. Und zwar sind TVs Werte, die man bekommt, wenn man Temtem besiegt, ja? Manche Temtem geben einem Spezialangriff, wenn man sie besiegt, manche Spezialverteidigung, manche Verteidigung, manche Angriff, manche Geschwindigkeit, manche Ausdauer und manche LP. Beispielsweise geben Cypads pro Cypad, das besiegt wird, 3 LP-TVs, okay? Und TVs können, man kann insgesamt, alle TVs zusammengerechnet, können insgesamt den Wert 1000 ergeben. Und ein Wert TV kann maximal 500 sein. Das bedeutet also, man kann sozusagen 2 TV-Werte auf 500 haben, den Rest auf 0. Oder beispielsweise einen auf 500, 2 auf 250 und den Rest 0. Oder zum Beispiel einen auf 500, einen auf 125, einen auf 125 und einen auf 250 oder so, ja? Oder 500, 125, 125, 125, 125 und so weiter und so fort. Ihr versteht, was ich meine. Und SVs werden immer dann ausgerechnet, also vergeben zwischen 0 und 50, ja? Zwischen 0 und 50 oder 1 und 50 werden sie vergeben in dem Moment, in dem ein Temtem ausgebrütet wird. Oder in dem Moment, in dem man es fängt, okay? Und TVs hängt eben davon ab, welche Temtem man besiegt hat. Keine Sorge, macht euch keinen Stress, es gibt Gegenstände, mit denen man die TVs resetten kann. Also man kann bestimmte Werte senken, dafür andere Werte erhöhen, dafür kriegen wir später noch Items. Also kein Problem, ich wollte nur, dass meine Temtem durchweg, also Smazi, Banshee, an Scale werde ich noch arbeiten, Genki, Cypad, an Loali werde ich noch arbeiten. Und damit die halt grundsätzlich schon mal gut über 200 TVs haben für LP, damit ihre LP wesentlich höher sind. Als ihr zuletzt mein Genki gesehen habt, oder mein Smazi gesehen habt, besser gesagt, war es Level 26 und hatte, glaube ich, irgendwie 83 LP oder sowas. Und es hat wesentlich mehr LP bekommen, also 2 oder 3 beim Level Up und der Rest eben nur aufgrund der TVs. Denn ein kleiner Prozentsatz, ich weiß nicht wie viel, vielleicht 1% oder so von den TVs oder 10%, keine Ahnung wie das genau läuft, geht insgesamt dann auf unsere LP, ja? Und wie viel Prozent das genau sind, muss ich noch rausfinden, aber so ungefähr läuft das Ganze, okay? Jedenfalls machen wir uns jetzt auf den Weg, denn wir haben hier eine Quest. Und das ganze Wassergebiet, das ihr hier seht, diese Schleife hier hinten, das ist so eine kleine Schneckennudel hier, ne? Das geht also einmal hier außen rum und dann so eine kleine Schneckennudel hier rein. Und das, was sich hier befindet, und da nochmal eine Quest. Da kommen wir hin, wenn wir hier reingehen, in die windgewandte Festung. Wenn ihr euch erinnert, ganz unten, da war ja Sophia gefangen und da war doch etwas Wasser hier unten, ne? Das sind, glaube ich, Belsotos und die werden wir jetzt verprügeln, Freunde. Also machen wir uns auf und dann seht ihr, haben wir also in dieser Episode, ich sage mal, eine kleine Mischung gehabt aus Action und am Anfang wieder ein bisschen was gelernt, ne? So für die Zukunft. Jetzt wisst ihr auch, warum ihr nicht hirnlos farmen solltet. Also hirnlos alle Temtems verprügeln, sondern euch schon drüber Gedanken machen. Beispielsweise seht ihr, dass mein Smazi sehr viel Spezialverteidigung plus hat hier, ne, durch TVs. Das liegt daran, dass ich offscreen ein paar FOMUs verprügelt habe, weil es sich so ergeben hat, weil ich an der Stelle gefarmt habe. Und jedes besiegte FOMU gibt 2 Spezialverteidigungen. Jetzt kann ich aber nur insgesamt 1000 SVs haben, TVs haben, meine ich natürlich. Und ein Großteil ging schon hier drauf für eben diese FOMUs, obwohl ich das vielleicht gar nicht will. Ja, vielleicht will ich es, vielleicht will ich es nicht. Wenn ich es nicht will, ist es halt verschenkt. Und ich muss es dann später mit Items reduzieren, damit ich es woanders erhöhen kann. Ja, theoretisch. So sieht's aus und deswegen werde ich eben vor Temtem flüchten. Vor allem FOMUs oder so, weil ich die zum Beispiel nicht besiegen will. Aus den genannten Gründen. So, wir kommen jetzt hier rein, können dieses Item holen, das ist awesome, also machen wir das gleich mal. Und darin ist ein Aufwacher, das ist super, damit können wir schlafende Temtem wecken. Jetzt gucken wir mal, was uns hier erscheint. Und wenn es jetzt keine Temtem sind, die ich unbedingt fangen will, werde ich nicht kämpfen. Dann werde ich flüchten, ganz einfach deswegen, weil wir schon viel zu stark sind. Also stärker, als ich eigentlich zu dem Zeitpunkt sein wollte. Und deswegen werde ich vor den Flüchten, außerdem geht es auch ein bisschen schneller, ne? Ihr seht es hier, FOMUs zum Beispiel wieder. Und wenn ich die jetzt killen würde, weil mich 2 FOMUs killen, wären das 4 TVs insgesamt, 2 für jedes FOMU, mit denen wir dann praktisch, ja, unsere Spezialverteidigung erhöhen würden. Und das will ich nicht unbedingt. So, wir können rechts oder links raus. Wir gehen zuerst einmal rechts raus, weil da ist eine kleine Quest. Guck doch mal, ob sich hier irgendwas befindet. Nein, da ist nur das Masi, okay. Hat der noch irgendwas? Versteckt sich hinten irgendwas? Hinter dieser Säule? Nope, sieht auch nicht danach aus. Okay, weiter geht's. Auf die andere Seite rüber, da ist noch ein Item. Sehr gut. Steinmauer. Aha. Erhöht Spezialverteidigung, Verteidigung um 2 und Spezialverteidigung um 1. Sehr praktisch, ein Kurs. Und wir schauen mal, wer das lernen kann von meinen aktuellen Temtem. Scale könnte das lernen.
Für ihn als Tank sicher praktisch. Aber ich habe nichts, was ich hier wegmachen würde. Und unser Smazi kann das ebenfalls lernen. Allerdings ist mir das da erstmal egal, ne? Moment, ich wollte mal ganz kurz hier gucken. Da noch irgendwas ist. Ja, das war noch ein Item. Awesome. Und das ist ein Silikonfragment. Das können wir verkaufen. Superklasse. Also raus hier auf der Seite. Und ihr seht, wir befinden uns jetzt hier. Wir hätten also die Abkürzung nehmen können. Hier raus. Ich werde jetzt einmal hier rumschwimmen. Und dann geht's hier weiter. Was sogar ein Temporium. Sehr cool. Da ich vor Zufallskämpfen sowieso flüchte, ist das Einzige, was zählt, die Trainerkämpfe. Und die versuche ich jetzt hier zu finden. Außer ich finde jetzt hier noch ein super seltenes, hochentwickeltes Temtem. Vielleicht eine Weiterentwicklung, Calabis oder so. Oder ein Umaka? Umaka heißt das, glaube ich. Ukama hieß es, genau. Die Weiterentwicklung von Umishi. Könnte ja sein. In so einem Fall würde ich es fangen, aber ich glaube nicht, dass die jetzt hier sind. Und ich habe jetzt noch keine Lust, die weiterzuentwickeln. Das mache ich irgendwo offscreen, ne? Irgendwann offscreen werde ich die mal alle hochleveln. Aber da war jetzt nichts in der Mitte. Gehen wir mal hier runter und schauen mal, ob hier noch irgendwas ist. Wir können ja mal gucken, was sich hier so für Temtem befinden. Da ist doch jemand. Gucken wir, was hat der denn zu sagen hier? Oh, der will kämpfen. Okay. Es hängt doch gerade. Ich muss doch mal neu starten, Freunde. Ah, nee, doch nicht. Ah, die waren zu zweit. Ich dachte schon. bist du keiner? Doch, du hast schon recht. Ich habe es dir gesagt. Es sind alle gleich. Besiege den Bändiger, bevor ich dich mit Temtem anker. Ja, wie auch immer. Ja, auch, was auch immer die gedacht haben. Also ich denke mal, die meinen mit bist du kein Temtem-Bändiger oder so ähnlich. So, ihr seht, wir machen Killhaken auf den da, weil wir da wenigstens neutral sind. Und dann machen wir unsere neue Attacke, die ich gelernt habe mit Banshee. Und zwar Hypoxie. Friss das! 130 Schaden Windattacke ist das. Also Spitzenklasse. Boom! Sehr gut. Also höchst mächtig. Und ich glaube, jedes Temtem, das anfällig ist gegen Wind, wird auf diese Weise voll draufgehen. Deswegen ist auch Banshee das Wind-Temtem meiner Wahl. Killhaken für den. Nein, wisst ihr was? Killhaken für den da unten nochmal. Und Picken für den da oben. Es sollte reichen. Ich hoffe mal, es reicht. Oh mein Gott. Okay, also es ist echt sehr, sehr tanky. Und ich glaube, das Sarg wird auch überleben, ja. Na gut. Aber ihr seht, das Hypad verstärkt sich nur. Das können wir dann gleich wegpusten. Und das Saku, da muss unser Banshee mal noch eine Runde ausruhen. Oh, effektiv. Was ist denn das? Ach, der pennt danach. na gut. Beide setzen eine Runde aus. Ne, pass auf, wir machen jetzt mal hier Folgendes. Wir machen jetzt hier Angeben mit ihm. Und ihn wechseln wir aus für Saipat. Mal gucken, wie blöd die jetzt gucken. So, gehen wir ein bisschen an hier. Habe ich ja sonst nie gemacht, ne? Erhöht Attacke plus 1. Und wir kriegen Fieberschub. Und wir kriegen auch noch Hochdruck. Hochdruckfontäne. So. Eigentlich ist das kein negativer Buff, sondern das ist ein Plus eigentlich. Kein Minus. Weil wir nämlich jetzt damit unsere Kosten halbieren für unsere Attacken. Wir machen jetzt einen Tritt auf den da. Und machen dann giftige Klauen auf den da. Wir haben nämlich jetzt hier, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Auf jeden Fall sind wir größer geworden, ne? Hier aufgeweckt, warm gemacht, irgendwie sowas in der Art. Und was wir damit machen ist, also unsere Energiekosten sind halbiert jetzt, ja. Das ist richtig cool. So, Killhaken. Ist egal, wen wir angreifen. Ich greife mal Nessler an, der steckt eh nicht viel ein. Und dann machen wir giftige Klauen auf den da oben. Also, eat this! Boom, wunderbar. Oh shit, Smazi wird wahrscheinlich draufgehen hier. Aber wir haben Nestle immerhin voll besiegt. Habt ihr das gesehen? Ich glaube, das ist ein Bug, dass wir dafür Angriffskraft Plus bekommen haben. Falls nicht, ist es aber mega cool, muss ich sagen. Muss immer nachlesen. Oh, und wir haben Nichosei gelernt. Das kostet 29 Stamina. Ist aber eine sehr starke Kampfattacke, die sowieso aufladen muss. Und die kostet viel Stamina. Also 29 ist schon echt krass, aber komm, machen wir. Also, Saipat ist ein Monster. Wir wechseln jetzt hier mal ein. Unser Genki. Aber wir packen mal Genki nach oben. Ist auch egal. Machen wir gleich mal. Kann ich halt nicht mehr flüchten, ne? Ist aber halb so wild. Wir können doch mal die Chosei machen hier. Ah, das kostet unsere Energie. Wir machen giftige Klauen. Komm, das reicht schon. Saipat und Genki sind hier sowieso von Vorteil, weil die beiden nicht nur zum einen saumäßig stark sind, sondern auch noch höchst effektiv hier.
Das tut mir leid. Ich bin Karadrik, ein Bändiger aus dem Dojo von Arisola. Es tut mir leid, Karadrik. Wir sind von diesem Belzot überfallen worden oder wie auch immer sie sich nennen. Was ist passiert? Okay, lass mich kurz Luft holen. Wir sind Archäologen. Wir versuchen, die oberen Ebenen der windgewandten Festung zu restaurieren, aber diese Leute sind aus dem Nichts aufgetaucht und wollten uns überwältigen. Wir mussten wegrennen. Wer sind diese Leute? Ich untersuche das gerade. Gut, wenigstens unternimmt jemand etwas. Ich dachte schon, Lochbuch wäre ein hartes Pflaster. Ja, Lochbuch, da will ich auch hin. Da scheint sich viel geprügelt zu werden. Ich kümmere mich um sie. Awesome. So. Na gut, ich habe auch keine Lust, weiter mit euch zu reden. Ich werde mich um sie kümmern. Wir haben es ja verstanden. Besiege alle Belzoto-Schläger. Ah, die waren also unsere Quest. Das Ausrufezeichen da unten. Packen wir mal Saipat nach oben. Und seinen besten Kumpel Genki hier. Und die zwei pusten alles weg, was Wasser ist. Ich wollte aber gucken, was sich hier drin befindet. Nur einmal schnell reinschauen. Okay, hier sind auch wieder Fomus. Ich versuche mal zu flüchten. Ich will nämlich vermeiden, die zu killen. So. Da war eh gerade ein Bug, ne? Seht ihr, Saipat hat schon Ausdauer verloren. Der hat zählt jetzt noch im Kampf. Kleine Bugs halt, ne? Die machen das Spiel jetzt nicht unspielbar. Und es ist halt noch eine Early Access. So, sowas wie den, da können wir ruhig killen. Ich weiß gar nicht, was der gibt. Verteidigung, glaube ich, wenn wir ihn killen oder so. Kann man immer gebrauchen. Also giftige Klauen und Gleichstromstrahlen, der ist down. Wir werden ja gleich nochmal alle wiederbeleben. Ich schwimme jetzt mal hier außen rum. War noch irgendwas? Nope, sieht nicht danach aus. Ja, mit den Belzotos kann ich euch jetzt schon mal sagen, Freunde, ist ja kein großer Spoiler. Wir sind ja wie Team Rocket, das heißt, wir werden noch viel öfter mit denen zu tun haben. Und da steckt tatsächlich eine Story dahinter. Also, es wird noch sehr spannend, kann ich euch sagen. Das ist nicht einfach nur stupides, ja, wie soll ich sagen, wir folgen einem Pfad und killen einfach alles, was sich uns in den Weg stellt, sondern da steckt schon wesentlich mehr dahinter. Wir müssen einmal außen rum. Also pass mal auf, ich fahr jetzt einmal hier außen rum, zu gucken, was sich da befindet. Und dann geht's hier rein. Ne? So. Okay. Machen wir das mal. Falls da noch irgendwelche Items sind. Und da sind überall Belzotos in der Mitte. Da glitzert noch irgendwas. Könnte man übersehen, ne? So, Umishi gibt, glaube ich, Tempo oder sowas, wenn man es killt. Bin ich mir jetzt auch nicht ganz sicher, aber das wäre auf jeden Fall auch praktisch. Deswegen killen wir den. Ich will halt nur vermeiden, Fomus zu killen, ne? Aber diese beiden hier, alleine mein Saipat kann mit den Elementen, die es abdeckt, Rauchbombe, sehr gut. Alleine mein Saipat kann mit den Elementen, die es abdeckt, schon effektiv sein in der Offensive gegen 6 Elemente. Aufgrund seiner Typen, die es hat, ist es aber auch anfällig gegen 4 oder so Elemente, was eigentlich eher negativ ist, ne, wisst ihr? Es ist also sehr anfällig. Hey, da ist der Junge schon wieder, Herren herausgefordert hat, für Lady Lottie. Aber zusammen mit unserem Genki sind wir effektiv gegen 8 von 11 Elemente. Das ist halt sehr praktisch. Gift ist praktisch, Blitz ist das einzige Element, gegen das wir nicht effektiv sind, aber ist doch halb so wild. Wir machen jetzt mal hier Gift auf Spazi. So, und dann machen wir Schlagbohrmaschine ebenfalls auf Spazi. Sehr gut. Schlagbohrmaschine ist relativ stark. Es ist zwar kein Stab, aber Genki hat gar nicht mal so wenig physische Angriffskraft. Naja, es hätte fast gereicht, ne? Tesla-Gefängnis auf Saipat ist natürlich sehr effektiv, aber Saipat ist unheimlich tanky mit seinen 129 LP. Und da kriegt er noch einen Kettenblitz hier. Oh, aber jetzt war sie auch geschädigt. Okay, wir machen jetzt mal hier Tsunami. Tsunami pustet die voll weg, die beiden hier. Und dann machen wir noch Schlagbohrmaschinen auf den da oben. Dann sollten die voll drauf gehen. Also erst einmal frisst das! Und ich hoffe, wir sind schnell genug, um beide wegzupusten. Nein, er macht wieder Tesla-Gefängnis. Oh mein Gott, auf Saipat wieder. Ah, okay, aber es hat überlebt. Wieder Geschwindigkeit gesenkt. Oh mein Gott. Aber Tsunami kommt! Sehr gut! Spazi wird ohnmächtig und Genki wird ohnmächtig. Wunderbar. Erneut besiegt. Belzoto wird siegen, das glaube ich nicht. Puff, und weg sind sie. Was wir jetzt machen, ist erst einmal hier einen Rucksack. Da benutzen wir mal eine Temisense-Flasche hier. Boom, auf alles. Ich schwöre auf alles. Vor allem auf Temisense. Und dann kämpfen wir gegen die Nächsten. Die werden wahrscheinlich auch Wasser-Temtem haben. Ich gehe mal ganz stark davon aus. Und da unten ist ein Temporium.
So, Herren sagt, wir müssen in der Nähe sein, Pause machen. Wo sind die eigentlich in der Nähe? Treulose Närrin und so weiter und so fort. Ja, ja, wissen wir. Die haben eigentlich auch gar keinen Bock mehr drauf. Sinn und Zweck, sie hat recht, weißt du? Stimmt, richtig? Wer bist du? Was tust du hier? Das ist eine Sonderoperation. Beruhig dich, vielleicht können wir... Angriff! Ja, eine schien intelligent gewesen zu sein. Die wollte wohl ein bisschen mit uns reden. Aber ihr seht schon, wir pusten alles weg. Wir machen das Cypher zuerst nieder. Hier so. Gleichstromstrahl. Giftige Clown. Weil das kann giften, ne? Deswegen wollte ich zuerst killen. Piranha macht eh nicht viel Schaden, weil wir haben einen Regenschirm für Genki. Und wir sind Wasser und extrem tanky mit Cypher. So, da kommt Parag. Da ist Genki effektiv. Wir machen hier giftige Clown auf den da oben und Gleichstromstrahl auf den da unten. Sehr gut. Parag gewone-shottet. Gut, giftige Clown auf Piranha. Das könnte... Ah, shit. Hätte fast gereicht. So, was holen die als nächstes rein? Tuvai. Den kann Genki eh wieder verprügeln. Und ich würde ja gerne mal Nichosei sehen, aber ihr seht, wir schädigen uns selbst. Das kostet 29 Ausdauer. Nichosei ist übrigens japanisch und bedeutet zweimal Sai. Also zwei Sai. Ja, es gibt da keine Mehrzahl. Man sagt nicht zwei Sais, weil im Japanischen gibt es keine Mehrzahl. Da ist einfach Nicho Sai, also zwei Sai. Ja. Nicht zwei Sais. Und eigentlich sagt man, dass man mit zwei Sai kämpft. Also man hat dann praktisch ein Sai in der rechten Hand und ein Sai in der linken Hand. Und man kann mit denen dann kämpfen. Ne? So, das nennt man dann eben Nicho Sai. Sehr gut, auch die sind weg und, ach so, das ist, war das drin? Oder wo ist das hier? Anscheinend ist da gar keins. Aber wir sind die Letzten. Die pusten wir auch schnell weg. Erst dann pusten wir die beiden hier weg. Aus Pookie machen wir weg, Pusti. Das Stärkere kriegt das und das Schwächere kriegt das. Perfekt. Ja, weil, der Giftangriff von unserem Saipat gilt ja als Stab. Und vom Schaden her und auch von der physischen Angriffskraft her, die Cypher hat, ist das dann wesentlich stärker. So, wir sind die Nächsten. Wir sind so nah dran. Ich kann es fast riechen. Dafür habe ich nicht unterschrieben. Als man sagte, eine Kiste zu finden. Was für eine Kiste suchen die? Wahrscheinlich die, die da hinten ist hier. Polalotti ist eine vulgäre Plünderin. Okay. Oh, jawohl. Banshee und Skansch. Oh, da können wir sowas von dermaßen aber hallo voll glänzen. So, wir machen erst einmal das hier auf den da. Und dann machen wir Gleichstromstrahl auf den da. Und Banshees pustet erst einmal hier. Das ist vierfacher Schaden. Weil Wind und Mental gegen alles beides elektroeffektiv. Und giftige Klauen gegen Skunch ist okay, ne? Skunch ist eh nicht sonderlich effektiv hier gerade. Und die rufen jetzt irgendetwas rein. Und wir haben Level 30 für Genki. 2 plus Spezialangriff und 3 Gesundheit. Das ist der Hammer. Und ihr seht hier, 53 Angriff gleich ist auch schon sehr stark. Hier 57 Spezialangriff gleich, ne, wenn das drauf kommt. 98 LP, aber guck mal hier, 64 Angriff und 61 Spezialangriff. Cypher ist ein Monster. Calabis, jawoll! So, okay. Giftige Klauen machen wir auf den. Oder, wisst ihr was? Ich will's mal sehen. Wir machen Nichosei! Der hat viel... Der ist Kampf. Machen wir auf den da. Und dann machen wir Kettenblitz auf den da oben. Einfach mal so aus Spaß. Nichosei! Och, schade. Es hat noch keine neue Animation. Na gut, sei es eben drum. Aber, trotzdem schade. Ich hatte gedacht, da gibt es irgendwie eine coole Punch-Animation. Ich meine, das ist ein sehr starker Angriff, der unser Cypher verletzt hat. Wir ruhen uns mal aus hier. Und Genki gibt ihm den Rest mit Gleichstromstrahlen. Das war's dann. Hat ja auch Priorität, ne? Ich muss ja sagen, der André sieht cool aus, der Belzote. Der hat einen Trenchcoat an und nicht, was alle anderen anhaben. Verblendeter Archäologe. Ach, das ist ein verblendeter Archäologe. Ah, ein Archäologe, der ein Fan ist von der Belzote wahrscheinlich. Eine Schande, eine Schande. Ich habe auch ordentlich Credits. Puff, alle weg. Und da sind wohl die Letzten, denke ich mal. Temtem, pass mal auf. Pack jetzt mal... Ich heile am besten mal ganz kurz hier. So, halbe für ihn. Und noch einmal. Okay, so, jetzt können die kommen, die Letzten. Und dann kommen wir in die Kiste rein. Hoffentlich lohnt sich das Ganze. Du bist dran mit Graben.
Was ich? Ich habe den ganzen Morgen gegraben. Mach weiter. Nichts da. Machst die ganze Zeit Pinkelpause. In der Geschwindigkeit. Hey, pass auf, da drüben. Ah, hier ist mein Auftritt. Das wirst du bereuen, Fremder. Loali und Genki, da kommen wir blitzlich ganz so gut weiter, aber wir kommen mit Gift weiter. Also verpassen wir dem jetzt mal Gift und dann würde ich mal sagen, machen wir Schlagbohrmaschine ebenfalls auf den. Nur für den Fall, dass er nicht drauf geht. Yep. Jetzt ist er definitiv drauf. Drauf und dran, sich zu verziehen. Und danach pusten wir das gegnerische Genki weg. Okay, da hat sich schon mal leicht selbst verletzt. Und jetzt machen wir hier Nichosai. Auch wenn wir uns dabei selbst verletzen. Aber das ist mir auch egal an der Stelle. Und dazu machen wir Schlagbohrmaschine. Und das reicht dann aber auch. Nichosai. Oh, sehr gut. Ja, das Calabis war sehr stark. Und hat extrem hohe physische Verteidigung. Deswegen haben wir es nicht gekillt. Toll gemacht, du Genie. Jetzt müssen wir wenigstens nicht mehr graben. Sehr gut. Und was finden wir drin als Belohnung? Einmal Feiglingsmantel gefunden. Dieser revolutionäre Hightech-Mantel lässt ein Temtem Erfahrung sammeln, ohne dass es jemals am Kampf teilnehmen muss. Das ist ja der Hammer, Freunde. Und das gebe ich jetzt meinem Scale, glaube ich. Oder meinem Loali am besten, damit der auch ein bisschen levelt. Ich werde Loali eh nicht auf Dauer mitnehmen, kann ich euch jetzt schon mal sagen, leider. Weil da kommt was anderes rein in diesen Slot. Und wie das mit... Ja, die anderen aussieht wie Cypher oder Scale, weiß ich auch nicht so genau. Wir können aber trotzdem mal hier Feiglingsmantel mit anlegen. Warum eigentlich nicht? Dann levelt der einfach mal indirekt mit, ne, hintenrum. Und Loali ist eigentlich nur dafür da, damit ich ihn hab. Ja, wäre vielleicht doch besser, wenn ich das Ding gebe, oder? Machen wir mal abwechseln. Fürs Erste, bis ich was anderes habe. Also Feiglingsmantel, damit der wenigstens ein bisschen mitlevelt und ein bisschen was reißen kann. Der lernt erst mit Level 44 eine Naturattacke. Bis dahin ist einfach nur Wind und ein paar schwache Giftattacken, mit denen er nicht mal Stab hat. Deswegen weiß ich nicht so genau, ob ich das mache. Ah, ist schwierig. Irgendwas mal Scale. So, weil die beiden hier müssen nicht mehr leveln, die sind schon Level 30. Und ich level ja gerade aktiv Banshee und Zmazi. Und dann kann Scale gerade mitleveln im Hintergrund. Dann passt das schon. Dann level ich drei Stück gleichzeitig. Echt awesome. Boah, Freunde, ich freue mich. Und ich würde mal sagen, wir sind fertig hier. Ah, wir müssen doch einmal zurück und die Quest abgeben. Okay, das mache ich gleich. Wir treffen uns gleich wieder am Ziel. Dann wären wir eigentlich fertig. Und das Einzige, was wir da noch machen müssten, wäre hier hingehen, die Quest abgeben. Und dann weiter mit dem Schiff. Dann ist hier alles abgeschlossen, Freunde. Das ist ja ein Traum. Echt cool. Gucken wir mal, ne? Also raus hier, weg hier. Hab ich's mal sie oben eigentlich? Nope. Mal sie und Banshee. Und die flüchten dann. Oder wisst ihr was? Ja doch, wir lassen das so. Passt schon. Passt schon. Einmal hier rein. Gucken wir mal, ob das wirklich dieser Weg war. Yep, tatsächlich. Eine kleine Abkürzung. Oh, das ist übrigens die Tour weiter links. Dass man später an einem Ort der Macht Kristallfähigkeiten verleihen kann. Das wird mächtig. So, wir flüchten. Ihr wisst ja warum, ne? Mit Decoy. Ich möchte nämlich gerne lieber da farmen, wo die Cypads sind. Weil die Cypads letztendlich uns mehr Gesundheit geben. Ist es sicher? Klar, ihr werdet euch nicht mehr belästigen. Endlich, konnte kaum erwarten. Jawohl, aber Archäologe, danke Karatek, bitte nimm dies. 30 mal Mini-Kristall bekommt, das ist ja cool. Na gut, dann benutze ich jetzt einfach mal eine Rauchbombe, um hier schnell wegzukommen. Rucksack, Rauchbombe benutzen. Wir haben ja vorhin drei gefunden, ne? Mal schauen, was wir verkaufen können. Und beim nächsten Mal sehen wir uns dann wieder vor dem Luftschiff. Und da schließen wir letzte Quest ab dann. So, willkommen zurück im Laden. Verkaufen. Silikonfragment können wir noch verkaufen hier. 1 für 39 Credits, das passt. Mini-Kristall. Kannst du einen guten Preis verkaufen? 30 Stück. 600, immerhin. 600 Credits noch. Jetzt war schon 5400. Das ist doch awesome. Und ich würde gerne noch mal hier ein bisschen mich eindecken mit Zeug, was wir brauchen. Zum Beispiel sowas hier. Naja, 5 Stück, 5 Salbe plus kaufen wir nochmal. Weil normale Salben werden echt langsam nicht mehr ganz so wertvoll. Oder nicht mehr ganz so nützlich. Kaufen wir so 12 Stück vielleicht. Aber 40 normale Salben. Ja, damit sollten wir schon weit kommen. Temkarten ebenfalls. 20 Stück, man weiß ja nie.
Also aber eigentlich ziemlich gut dabei. Rauchbomben brauchen wir auch nicht so oft. Okay, also das nächste Mal, wenn wir uns wiedersehen, Freunde, sind wir in Arisola und werden dann hier hingehen. Dort ist nämlich dann das letzte Fragezeichen, die letzte Main-Quest, die wir abschließen müssen. Das sind zwei Quests, die wir hier abgeschlossen haben. Ich habe leider noch keine Möglichkeit, hier irgendwie auf Quests zu gehen, auf Aufgaben zu gehen. Also kann ich hier noch nicht nachschauen. Notifications sind auch keine da. Also ihr seht schon, ich kann hier noch nicht nachschauen, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn wir dorthin gehen und mit Adia Torrey reden, dass wir dann alles abgeschlossen haben, was wir aktuell in Denise machen können. Das sieht auch geil aus hier. Also Freunde, vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ich darf euch wieder begrüßen bei der nächsten Episode. Dann werden meine Temtem ein bisschen stärker sein, weil ich hier unten noch ein paar Cypads killen werde. Und weiter geht es dann eben genau hier an der Stelle. Das Fragezeichen ist gerade wieder verschwunden, aber das ist eigentlich noch da. Und dann machen wir die letzte Quest fertig. Also vielen, vielen Dank und hoffentlich bis dann. Tschüss.